So, dann legen wir wieder los. Los geht's. Muss jetzt mal gucken, komme ich hier überhaupt hoch? Nee, wir sind wieder auf dieser komischen Seite. Da, wo ich nie sein will. Ah, hier kommt man nämlich wieder nicht hoch und muss erst wieder hier rum. Ach du Scheiße, ich bin schon. Wieso sind die hier? Ich letztes Mal auch hier lang gelaufen? Ich bin jetzt mal andersrum gelaufen, glaube ich. Naja, dann haben wir es gleich mal gelernt, dass dort auch Minen sind. Sehr gut. Gut, dann müssen wir hier lang. Aber ich glaube, hier war es auch so, dass hier gleich irgendjemand auch spawnen konnte. Und Ganzen suchen wir auf jeden Fall Spieler, die wir töten können. Das ist das, was wir gerade vorhaben. Gut, da ist geschossen, das klingt schon mal eigentlich ganz gut. Letztes Mal war ich noch weiter drüben. Mal richtig aufsetzen. Jetzt machen wir Stopp. Stopp bei dem Stein, da kommen wir jetzt auch wieder hin. Es schießt irgendwo da hoch. Ruhig bleiben, Jungs. Wirklich hier oder bin ich ein Stück weiter links gespawnt? Ich weiß es nicht. Das kommt mir alles so unbekannt vor. Was glaube ich so eine Pechers konnten die sich schon beschießen. Du hattest ganz wenig Chancen. Ist genau das. Das war tatsächlich auf mich. Irgendwo dort hat es jetzt geschossen. Oh, hier schießt's. Der ist schon tot. Wir rufen mal schnell hier rüber. Zack, der kommt mit. Gehen dort hoch. Dann kann ich eventuell auch nochmal einen anderen Spieler sehen. Es wird wohl oder übel ein bisschen stressiger ablaufen heute.
Sieht aus, als wäre es leer. Ich habe ihn zumindest irgendwie getroffen. Da oben sieht es auch aktuell zu gut aus. Na, ja, laufen wir weiter. Laufen wir darüber. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank, Tarkov. Gut, hier kommst du wieder lang. Ah, es ist wirklich eine Frechheit hier. Dass dieses Hüpfen auch nicht funktioniert so richtig. So wie es sollte. Danke, danke, nehmen wir mit. Gut. Dann zählen wir weiter. Das interessiert mich tatsächlich noch gar nicht so, ne? Obwohl da ich auch schon ein paar Quests dort habe, aber irgendwie. Ich gerade noch ein bisschen schärfer auf Spielausfeind. Da oben bin ich scharf drauf.
nicht. Ich weiß nicht, wo er hingeschossen hat, aber nicht auf mich auf jeden Fall. Oh Bruder, du hast ja natürlich wieder richtig vorgesorgt. Das hier rüber, dann kann die hier unten rein, das hier unten rein, das hier rüber, das da hoch, der weg. Jetzt mal gucken. Das nehmen wir mit. Das hier rein tun, dann kann den brauche ich sowieso nicht, dann können wir die hier rein tun. Zack, das hier rein, das hier rüber. Das raus, die Knifte weg, das kann auch hier rein, die kommt auf jeden Fall mit. Raus, raus, raus. Macht denn so eine Scheiße auf das Ding? Welches ist es jetzt? Falsches? Ja, danke. Ich will ein bisschen was sehen. Schickt einfach so wieder raus. So nicht? Ach, капец, все служивые! So, nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Na gut. Wenn ich das Magazin vergesse, ist schon schade. Komm, ein volles wäre doch gut. Das noch hier rein. Dann können wir jetzt die Knifte mal noch nachladen. Die Frage ist, das die Cottage oder das dorthin die Cottage Area? Das müsste ich jetzt mal rausfinden, mal auf die Schnelle. Ich gucke mal schnell. Jetzt mal kurz hier hin. Was mich jetzt gerade gerne sieht. Cottage Area Lighthouse. Okay, es sind beide tatsächlich. Das ist ja gut. Dann kriegt man das auch. Na komm.
ist eine Behinderung, geistig wie körperlich, danke. So, da könnte man auch die Beden kann man ja runter tun, solange wir das haben. Was mit Angst, falls wir hier auf der Woche. Ja. Das war mal klein. Huh. Da gerade ein bisschen Adrenalin gepumpt hat? Nö. Machen wir schnell alles wieder dran. Wahrscheinlich werden wir das jetzt auch weghauen. Oh, das war nicht mal ein Spieler, sondern einfach nur. Warum blute ich denn immer noch? Ach, weil es hier ist. Ich glaube, den letzten Schuss habe ich schon aber geholt, also ich hoffe es. Wäre gut, wenn das so passiert wäre. Okay, wir werden jetzt gerade von irgendwo anders. Ja, der Mund. Was ist denn hier los? Als ob er mich holt.
Ach Mensch, naja, haben wir zwei USEX wenigstens mitgenommen. Das war ein Scav Player. Zwei, ach, Level 54. Ja. Gut, dann. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal wieder auf Lighthouse Menschen jagen. So, ich guck nochmal schnell, das müsste das Spawn hier hinter den Hütten sein. Da müsste dort ein Weg hochgehen, theoretisch. Glaube ich, das ist der, oder? Ja, so ein bisschen. So, wir bleiben aber jetzt eine Weile hier liegen. Das könnte nämlich hier auch relativ interessant werden. Oder auch erstmal nicht. Dann könnte es auch immer. Ich muss das hier aufmachen. So. Da war das schon wieder ein Scav. Es ist wirklich belastend. Ich frage mich halt, wie die dich theoretisch sehen können, weil du machst eigentlich hier oben keine Geräusche. Außer ich drehe mich mal. Mal schnell den Scav finden.
Ist ja irgendwo von drin. Ach, ist das schon wieder belastend. Damit. Oh, kommt Deck 4. Danke, Brudi. Schade, ich hätte das gern mitgenommen, aber dann hau ich es lieber weg. Ach, der spielt ja übelsten Müll. Spielt denn der? Das geht aber. Okay, die wollten extra, dass das nicht funktioniert. Leider kenne ich mich hier in der Bude null aus. Gehen wir einfach weiter. Mal gucken, letztes Mal hatte ich dort nämlich einen Waffenreparatur-Kit. Auch relativ sicher, muss ich sagen. AP kann man schon was machen. Thank you.
Also irgendwo im Haus läuft auf jeden Fall was. Oder hier davor irgendwo. Hier war auf jeden Fall schon jemand. Das ist ein Last Contact. Okay, dann machen wir das. Alles gründlich gelootet. Ja, dann gehen wir rüber. Das war wahrscheinlich der falsche. Naja, scheiß drauf. Sollte ich hier nochmal was machen? Ich kann es euch nicht sagen, ich kenne meine eigenen Quests nicht mehr. Ach Mensch, wie hieß die Quest? Missing Cargo. So. Wo ist das in dem Dreckshelikopter? Zurück. Upsi. Ich muss zurück in das Haus. Wir brauchen dort noch was. Wir haben anscheinend was Essentielles vergessen. Ah, zumindest was für eine Quest. Noch genug Zeit, ja. Das wird langsam knapp. Ins Chalet, wir gehen in den Haupteingang rein. Auch immer das Chalet heißt. Yeah.
Makaroni, brauche ich Pokal. Noch einer? Keine Zeit für euch, ich muss hier was mitnehmen. Sehr gut. Hier. Was zu trinken noch, zu essen? So, und jetzt? Okay. Immerhin. Weiter. Und nehmen und Abfahrt. Zack, alles rein. Wir geben unser Bestes. Und das sollte jetzt klar reichen, Dicke. Wir laden bloß mal nach, weil hier nicht mehr so viel drin war. Das auch noch nachladen. Zack, perfekt. Und dann begeben wir uns langsam Richtung Ausgang. Achso, hier ist Schluss, dann müssen wir hier oben rüberlaufen. Kommt man nie weiter, das ist gut zu wissen. Aha. Das ist klar, sie klar als Map-Grenze deklariert, das ist gut zu wissen. Na Kampf würde ich doch lieber das nehmen. Ich überlege gerade, wo wir sind. Wir sind irgendwo da hinten. Jetzt geht's halt hier nur noch in eine Richtung und das ist Richtung Ausgang. Der müsste jetzt gleich hier unten auftauchen. Gucken wir mal, dass uns hier niemand folgt. Zack. Und dann können wir wieder zwei Quests abgeben anscheinend. Sehr schön. Geben wir noch die Quests zusammen ab. Und dann passt es doch schön. Zack, Missing Cargo Overpopulation. Wissen wir. Wir haben getötet einen Bär und ansonsten einen Haufen Scavs. Aber wenn wir es jetzt noch weiter hinkriegen. So, ich muss auf jeden Fall gleich mal aufs Klo, nachdem wir es abgegeben haben. Contact. Und dann haben wir Skier, glaube ich, war es. Missing Cargo. Zack, haben wir auch. So, dann holen wir uns das noch ab hier. Noch ein bisschen Rubels. Und ansonsten haben wir hier noch ein Stim.
Und kann hier mal kurz ausräumen. Zack. So, dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann hauen wir wieder rein. Unsere Waffe ist geladen, unsere Waffe ist bereit. Wir suchen Leute, die wir killen können. Zack. So eine kleine Kucke. Sack. Kann das nicht einfach mal so sein, dass man hier nie rumspringt wie so ein Flummi? Ist das wieder das perfekte Wetter für sowas? So aber nicht. Oh, da drüben ist es. Lass mal gucken, wenn wir finden. Ist aber schon tischdunkel, das nervt mich schon wieder. Dann machen wir es ganz einfach, wir gehen auf jeden Fall in die Richtung. Hier warst du jetzt drin? Nö. Das heißt, wir gehen auf jeden Fall in die Richtung. Von der Sniper nämlich jemand. Relativ laute Waffe. No, ich bin auch super laut, also. Könnte nur noch ein kleines bisschen lauter sein, glaube ich. Thank you.
gucken, ob wir den finden. Ich habe eine dicke Wumme gehabt. Hat sich die Beden auf jeden Fall geholt. Nur die Frage ist, wo ist er dann hin? Ist tot. Auch schon alles abgeholt. Das gefällt mir jetzt gar nicht so gut. Wieder nie los rumpeln. Mal ganz kurz die Karte aufmachen. Weil theoretisch könnte ich ja auch nur an Checkpoint gehen. Oh Gott, der FMJ ist jetzt nicht meine beste Wahl, aber
Nee, ich hab keinen Marker. Ich bin so richtig schön blöd, dass ich keine mitgenommen habe. Wirklich, es ist dümmer als ich. Ich bin dümmer als es erlaubt ist, wirklich. Hauptsache immer irgendeinen anderen Müll mit, aber im Marker für das Ding nicht. Wer weiß, wie selten ich nochmal herkomme. Gut, dann gehen wir Richtung Nordern Block. Das ist ja eigentlich schon eine Bude. Ist das hier irgendwas Wichtiges? Sie auch wieder raus. Hm. Ich weiß ja nicht, was hier was ist. Also ich weiß nicht. Die muss ich auch alle marken. Ach Mensch, mein Leben ist beschissen. Warum? Weil ich zu dumm bin, Sachen mitzunehmen. Haben wir es wenigstens? Northern Checkpoint. Hallo? Ich kann nicht springen, ich konnte mich nicht bewegen. Ich hasse dieses Spiel manchmal. Ich hasse es wirklich einfach dolle. Ja, das war klar. Danke für nichts. Dafür, dass ich nicht machen kann. Naja, gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.